Die Vorstufe von Braun ist in Deutschland hellbraun. Und hellbraun ist in Deutschland jetzt die Farbe hellblau. Das ist die Farbe der AfD. Und da sind wir bei Björn Höcke, der war am 17.01. in Dresden, hat eine Rede gehalten, die doch für mediale Wellen gesorgt hat, auch in der FAZ. Dort konnte man lesen, AfD-Mann Höcke löst mit Kritik an Holocaust-Gedenken Empörung aus. Ich habe mir diese Rede kommen lassen, ich habe sie auch gesehen, aber ich habe sie vor allem ja gelesen. Und ich werde jetzt anhand dieser Rede zeigen, wie die Redner der AfD, wie sie arbeiten. Sie sagen erst einmal Richtiges, um dann Falsches drunter zu schieben und uns alle in eine rechte Ecke zu bringen und daher nichts an der Pyramide, an der Machtpyramide ändern wollen, sondern alles, was die AfD-Funktionäre an der AfD oder an der Pyramide selber stört, ist, dass sie gerne aufsteigen wollen. Erstens in der AfD-Pyramide und von dort dann in die richtige Pyramide und dort machen sie dann genau das, was alle anderen auch so gemacht haben. Ja? Man kann das System nicht ändern, wenn man selbst im System nur aufsteigt, aber das System dann so beibehält. Das ist, glaube ich, logisch. Wir steigen mal ein mit diesem Teil der Rede, der noch stimmt. Höcke sagt: Es kann ja gar keinen Zweifel daran geben, dass wir ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer wieder in einer politischen Wendezeit angekommen sind. Die führenden Altparteienpolitiker sind zu erbärmlichen Apparatschicks geworden, die nur noch ihre Pfründe verteilen wollen. Weder ihr erstarrter Habitus noch ihre floskelhafte Phraseologie unterscheidet Angela Merkel von Erich Honecker. Und da hat Herr Höcke leider recht. Ja, das weiß man aber eben auch ohne ihn. Das heißt man, wenn man sich die Neujahrsrede von Angela Merkel anschaut. Wir haben das bei KenFM ja auch gesendet mit anderen Bildern. Das ist Angela Merkel, ein ganz kurzer Ausschnitt. Es ist wirklich blutleer, man kann sich das nicht angucken. Das ist so ein bisschen, die hat keinen Kontakt zur Bevölkerung. Hier ist Angela Merkel. Was also ist dann mit der Zuversicht, von der ich zu Beginn sprach? Zuversicht inmitten der tiefen Trauer um die Toten und Verletzten? Ich meine, wir konnten sie hier in Berlin und in vielen anderen deutschen Städten gerade in diesen schweren Tagen spüren. In dem Trost, den wir spenden oder bekommen können. Und in einer festen Entschlossenheit, der Welt des Hasses der Terroristen unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen. Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen, sie sind Mörder voller Hass. Aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht Sie. Wir sind frei, mitmenschlich, offen. Björn Höcke sagte weiter: Unsere einst geachtete Armee ist von einem Instrument der Landverteidigung zu einer durchgegenderten multikulturalistischen Eingreiftruppe im Dienste der USA verkommen. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Es ist nicht so, dass die deutsche Armee da draußen Dinge tun möchte, die sie nicht eigentlich möchte, sondern die Armee wurde privatisiert, um dann quasi ja als neue Macht auch in Europa für sich persönlich Boden gut zu machen. Das kann ich beweisen, denn wir in Deutschland sind die drittgrößte Rüstungsindustrie der Welt und die Arbeitsplätze, die dort gesichert werden, ja, das sind auch Arbeitsplätze, an denen der AfD-Wähler interessiert ist. Das müsste Herr Höcke eigentlich sagen, tut er aber nicht. Er sagt weiter: Unsere einst stolzen Städte verwahrlosen immer mehr und sind Brutstätten von Kriminalität und Gewalt und leider oftmals Heimstätte von radikalen Islamisten. Es gibt radikale Islamisten, aber der Schaden, der durch radikale Banker angerichtet wird, der ist so immens größer, darüber müssten Sie eigentlich mal reden. Und da sind wir nochmal bei Anis Amri. Anis Amri war ein Islamist, aber er wurde geführt durch deutsche Beamte, nämlich durch Beamte des Verfassungsschutzes. Das alles sagen Sie nicht, Herr Höcke, und das ist natürlich peinlich. Dass deutsche Soldaten oder die, die deutsche Soldaten produzieren wollen, das jetzt nicht im Auftrag der Amerikaner tun, sondern selbst da ein Interesse dran haben, das kann man daran erkennen, dass ja im Moment im Netz sehr erfolgreich läuft, die Rekruten. Und die FAZ, also die deutsche Presse, hat ja auch sehr wohlwollend darüber geschrieben, nämlich 12 junge Leute in der Grundausbildung, nicht mehr und nicht weniger. Man möchte dafür den Beruf an der Waffe, für dieses mittelständische Unternehmen, möchte man eben dann Werbung machen. Und es läuft ja auch ganz gut. Viele melden sich da freiwillig, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass sie zu Kanonenfutter umfunktioniert werden sollen. Und unser Freund Joschka Fischer, ja, von Grün zu Olive, Grün längst mutiert, schreibt dann als Außenansicht in der Süddeutschen Zeitung am 9. Januar: Europa braucht eine eigene Verteidigungsstrategie. Klingt nett, aber er meint eigentlich, weil er da als Lobbyist unterwegs ist, wenn Europa eine Verteidigungsstrategie braucht, brauchen sie vor allem Verteidigungsgerät und das haben wir ja zufällig in Deutschland. Das können ja dann auch alle eben kaufen und zwar deutsche Waffen, keine amerikanischen, Herr Höcke. Das wissen Sie natürlich ganz genau, lassen das aber eben weg. Und ich möchte an dieser Stelle mal auf den Lissabonner Vertrag hinweisen. Wir haben da die NATO, da ist klar, dass die Amerikaner den Hut aufhaben, aber wir haben eben auch die Europäische Union und seit dem Lissabonner Vertrag 2007 ist die Europäische Union eben nicht nur ein Handelsbündnis, sondern auch ein eigenständiges Militärbündnis und das bedeutet, genau wie bei der NATO es einen Bündnisfall gibt, gibt es auch in der Europäischen Union seit Lissabon einen Bündnisfall. Das heißt, Länder, die nicht in der NATO sind, die sogenannt neutral sind, weil sie nicht in der NATO sind, sind nicht neutral, wenn sie in der Europäischen Gemeinschaft sind. Das heißt, ich kriege Leute in den Verteidigungsfall, in den Krieg, die zwar nicht in der NATO sind, wie Schweden und Österreich, aber wenn
die EU von außen angegriffen wird, durch einen Terroranschlag, dann müssen wir alle in die Spur kommen. Und wer hat daran Interesse? Na, die, die dann was zu verkaufen haben. Das ist, wie gesagt, die deutsche Rüstungsindustrie. Und das liegt einfach klar auf der Hand. Und Sie könnten das sagen und der AfD-Wähler könnte das verstehen, aber das sagen Sie nicht und deswegen versteht er das nicht. Und das verstehe ich nicht. Höcke sagte weiter, unser einst beneideter, unser einst weltweit beneideter soziale Friede ist durch den steigenden Missbrauch und durch die Aufgabe der national begrenzten Solidargemeinschaft sowie durch den Import fremder Völkerschaften und durch die zwangsläufigen Konflikte existenziell gefährdet. Natürlich ist es so, dass ein Staat unendlich Menschen aufnehmen kann, die dann in die sozialen Systeme kommen und das irgendwie belasten, weil sie ja nicht eingezahlt haben. Aber wer ist denn hier eigentlich die Belastung? Also wer bringt das Fass zum Überlaufen? Das Fass zum Überlaufen bringen sicherlich die, die jetzt kommen, aber wer hat das Fass so angefüllt? Wer hat denn diesen Staat so belastet, Herr Höcke? Das waren doch die Großkonzerne, die hier keine Steuern bezahlen. Das sind doch die legalen Steuerflüchtlinge, die unter Steuervermeidung das Ganze eben tun. Da gibt es doch ganze Konzerne in diesem Land, ja, die das eben machen. Riesige Läden, die das machen, die mit den Banken zusammenarbeiten, um das Geld außer Landes zu schaffen. Nur ein Idiot, der einen Lohnzettel hat, zahlt auch hier noch Steuern. Wer richtig Geld verdient, der wohnt doch woanders und zahlt in Monaco, wenn überhaupt. Und dann haben wir natürlich noch die Bankenrettung. Man hat diesen Staat mit dieser Regierung legal ausgeraubt um Multimillionen und dann holt sich dieser Staat von diesen Banken zu günstigen Konditionen eben Geld. Deswegen haben wir einen sozialen Unfrieden. Und dann kommen noch ein paar Flüchtlinge dazu, die wir mitproduziert haben als drittgrößter Waffenexporteur, indem wir Bombenteppiche ermöglichen, Stichwort Rammstein. Und dann seifen sie die Leute ein, indem sie sagen, die, die da jetzt kommen, die sind schuld. Das ist totaler Quatsch. Und das wissen sie ganz genau. Wir bleiben bei Höcke. Ist ja so eine Art Höcke-Spezial bei MMM30. Aber es ist eben zu wichtig, dass man das einfach so, ne? Ist klar. Er hat gesagt, ja, liebe Freunde, die Bundespräsidenten dieser Republik, die haben keine Geschichte geschrieben und sie haben sehr wenige bedeutsame Reden gehalten. Eine der bedeutendsten Reden, die von einem Bundespräsidenten gehalten wurden, war die Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1945. Also er meint die Rede, die er 85 gehalten hat, zum 8. Mai 1945. Das war eine rhetorisch wunderbar ausgearbeitete Rede. Stilistisch perfekt. Richard von Weizsäcker war ein Könner des Wortes, das ist richtig, aber es war eine Rede gegen das eigene Volk und nicht für das eigene Volk. Okay. Höcke sagt, Weizsäcker hat 85 mit dieser Rede zum 8. Mai 45 eine Rede gegen das Volk gehalten und nicht für das Volk. Stimmt das? Am einfachsten lässt sich das überprüfen, wenn man eine Rede von Weizsäcker oder den Teil der Rede einfach dagegen stellt. Weizsäcker hat damals gesagt, und ich habe es damals live gehört, Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes gibt es nicht. Okay. Schuld ist, wie Unschuld, nicht kollektiv, sondern persönlich. Das heißt, Weizsäcker verurteilt nicht das ganze Volk, sondern sagt eben, da waren sehr viele Einzeltäter. Zusammen gibt es eine Masse, aber es ist eben nicht kollektiv, sondern persönlich. Es gibt entdeckte und verborgen gebliebene Schuld von Menschen. Es gibt Schuld, die sich Menschen eingestanden oder aber abgeleugnet haben. Also nach dem Motto, da hätte ich nichts machen können, davon wusste ich nichts. Jeder aber, der die Zeit mit vollem Bewusstsein erlebt hat, frage sich heute im Stillen selbst nach seiner Verstrickung. Das ist alles andere als ein kollektives Verurteilen. Das ist das Appellieren an den Einzelnen, sich selbst die Frage zu stellen, hätte ich damals mehr machen können? Ja oder nein? Mit anderen Worten, das, was Höcke Weizsäcker vorwirft, ist eine glatte Lüge. Und wir kommen an dieser Stelle zu dem Teil der Höcke-Rede, der dann eben für die Wellen in der Presse gesorgt hat. Da spricht er nämlich über das Holocaust-Denkmal und vor allem darüber, wie er glaubt, dass wir heute mit Geschichte umgehen sollten. Er sieht nämlich, dass wir da irgendwie auf dem falschen Dampfer sind. Er würde gerne umdrehen, um es mal salopp zu formulieren. Höcke hat gesagt, wir Deutschen, und rede jetzt nicht von euch Patrioten, die hier sind, heute versammelt, wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Nachdenken. Soll das abgerissen werden, das Holocaust-Denkmal? Sollen wir sagen, das ist 70 Jahre her, das ist verjährt, das ist dann nicht mehr so schlimm oder das kann jetzt nicht mehr passieren, weil das so lange her ist? Was meint der Herr Höcke damit? Und da gehen wir nochmal in die Rede von Herrn Weizsäcker aus dem Jahre 85. Der hat sich nämlich damit auch beschäftigt. Natürlich musste er sich nach dem Zweiten Weltkrieg und wenn er eine Rede zum Zweiten Weltkrieg hält, mit dem Holocaust beschäftigen und was das denn jetzt eigentlich nicht für die Deutschen bedeutet, sondern für alle Völker auf diesem Planeten. Ja? Weizsäcker hat damals Folgendes gesagt. Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders oder besser geworden. Es gibt keine endgültig errungene Vollkommenheit für niemanden in keinem Land. Ich wiederhole das nochmal. Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit für niemanden in keinem Land.
Das heißt, es ist größer. Er macht da nicht nur mit den Deutschen, geht er hart ins Gericht. Er spricht über die Zukunft der Menschen. Okay? Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet. Aber wir haben die Kraft, Gefährdung immer von Neuem zu überwinden. Das war die Größe der Rede von Weizsäcker. Er hat die deutsche Geschichte nicht relativiert, er hat sie eingebunden in den Gesamtkontext, was Menschen anderen Menschen antun. Und was ich aus dieser Rede und aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt habe, ist, dass man nicht nur auf die Straße gehen soll, die Stimme erheben soll und Rückgrat zeigen soll, wenn man wieder gegen Juden geht und Juden angreift, sondern wenn man willkürlich entschieden wird, wer angegriffen wird. Homosexuelle, Linke, Muslime, wer auch immer. Ja? Oder Leute, die sagen, den Politiker finde ich gut. Wenn man die attackiert, dann wird man auf die Straße gehen und sagen, das ist nicht in Ordnung, denn die Demokratie schützt vor allem seine Minderheiten. Das macht die Demokratie aus. Das weiß Herr Höcke alles. Und wenn er jetzt eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad möchte, dann möchte er eigentlich, dass wir uns von dem, was wir da sehen, das Holocaust-Denkmal, für was es steht, dass wir uns von dem praktisch abwenden und es nicht mehr sehen und dann direkt dort zurückgehen, was dann vor uns ist. Und das ist praktisch wieder die Stunde Null, okay? Und da möchte ich eigentlich nicht hin. Also ich bin froh, dass ich das nicht erlebt habe, die Stunde Null. Okay? Herr Höcke, wer wählt sowas? Freunde, was ist die AfD für mich? Die AfD ist ein trojanisches Pferd der NATO. Und die NATO hat ja mit dem 11. September zum Krieg gegen den Terror ausgerufen, konzentriert sich aber im Wesentlichen auf die Muslime. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die zweitgrößte Religion der Welt, das sind die Moslems mit 1,7 Milliarden und dann die andere, erstgrößte Religion, das sind die Christen. Und wenn die sich alle behaken, dann ist praktisch der größte Teil der Menschheit beschäftigt, sich gegenseitig die Fresse zu polieren. Und wer hat was davon? Eine ganz kleine Minderheit. Und da soll ich mitmachen, das ist ja ein fantastischer Tipp der AfD. Ja? Wenn wir uns zusammentun würden, wenn wir verstehen würden, dass Religion, ja, weil sie emotional besetzt ist, gegen uns benutzt wird, dann hätten die Eliten keine Chance mehr. Und deswegen bieten uns die Eliten diese AfD an, die dann so tut, als würde sie uns unter die Arme greifen, um uns an die Front zu helfen. Das müssen wir verstehen. Freunde, fallt darauf nicht rein. Und vor allem nicht im Superwahljahr 2017. Ja? Die AfD ist bestimmt keine Alternative.